Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Das Testament der Sherlock Holmes mit mir, dem Pyrus. Wir machen gerade weiter. Wir sind immer noch hier in, in dem Richterbüro hier. Beeilen Sie sich, Watson, wir müssen raus aus diesem Haus. Schnell. Was? Aber machen Sie schon. Wegen Ihnen müssen wir wie Kriminelle weglaufen. Und nicht nur das. Wir gehören jetzt wohl selbst zu diesem Gesindel. Ich hoffe nur, dass sich das Risiko am Ende auszahlt. Zeigen Sie mir die Akte. Sofort. Wir müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden. Hier können wir nicht bleiben. Warum haben Sie es so eilig? Sie... Moment, sehen Sie dort drüben? Richter Beckett. Ja, das ist er. Gehen wir zu ihm. Es ist zu spät. Tun Sie, was Sie wollen, Holmes. Aber ich brauche eine Erklärung für das, was in diesem gesicherten Raum war. Ich gehe. Nein, bleiben Sie hier. Das ist ein Befehl. Sie können befehlen, was Sie wollen. Ich werde mit Richter Beckett sprechen und Sie können mich nicht daran hindern. What? Watson, Watson, geht es Ihnen gut? Oh mein Gott. Mein Gott, was ist passiert? Lucy. Oh, Lucy, das arme Mädchen. Ich muss etwas tun. Holmes, ich brauche Ihre Hilfe. Tut mir leid, Watson. Ich muss jetzt leider gehen. Hä? Gehen? Was soll das? Holmes, kommen Sie sofort zurück. Holmes! Holmes, sind Sie hier? Zeigen Sie sich. Nein, niemand. Vielleicht ist es auch besser so. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Einfach entsetzlich. Die arme Miss Lucy zwischen Leben und Tod. Zum Glück konnte ich dafür sorgen, dass sie jetzt in guten Händen ist. Aber woher zum Teufel hat Holmes gewusst, dass da eine Bombe war? Außerdem kam ihm diese Tragödie ganz offensichtlich sehr gelegen. Kein Richter Beckett mehr. Keine belastenden Dokumente mehr. Keine Beweise. Gar nichts. Hat er es... Hä? War da eine Bombe drinne? Hat er eine Bombe in Richter Beckets Büro da gebannt? Ey, das wäre ja... Warum? Okay. Bin schockiert. Neue Fakten im Fall Sherlock Holmes. Der Reaktion wurde neue Enthüllungen zugespielt, die Aufschluss über das wahre Wesen des berühmten Detektivs Sherlock Holmes geben. Einer unserer Mitarbeiter, stets um die Aufdeckung der Wahrheit bemüht, konnte den Kontakt zu einer Person herstellen, die in dem Fall die Bruce Paddington-Pläne involviert war, der uns vor einigen Jahren in Atem hielt. Bei dieser Person halte es sich um niemanden geringeren als den Bruder des ermordeten Arthur Cadogan West. Die Informationen dieser Elemente sind spektakulär. Als er versuchte, die wahren Hintergründe für die Ermordung seines Bruders aufzudecken, fand er heraus, dass Holmes etwas mit dem Verschwinden der Unterseebootpläne zu tun haben musste. Um in den Besitz dieser Baupläne zu gelangen, beschuldigte Mr. Holmes seinen Komplizen, die Baupläne gestohlen zu haben. Er hinterging ihn, indem er den Diebstahl nachvollziehbar einfach aussehen ließ, um ihn dann beschuldigen zu können. Danach lockte er ihn mit dem Zeitungsbluff in die Falle. Er köderte ihn mit einer kleinen Anzeige, wobei das Opfer nicht wusste, dass sein Boss und Holmes ein dieser Personen waren. Er wurde verhaftet und als Einzeltäter für schuldig befunden. Kurze Zeit später starb er unter mysteriösen Umständen im Gefängnis und nahm Holmes Geheimnis mit ins Grab. Diese Enthüllungen sind sehr bedeutsam, denn sie offenbaren, dass Mr. Holmes kein gewöhnlicher Verbrecher ist, sondern zu den zentralen Figuren der internationalen Gewaltkriminalität gehört, die nicht davor zurückschrecken, an ihrem eigenen Mutter Land verraten. Wie entsetzlich. Oh, Farley. Ja, die Frage ist, ob er ein recht hat. Ein Füllfederhalter. Wie der vom Rattentöter. Der gemeingefährliche Irre läuft seit heute frei herum. Und was noch schlimmer ist, es war die Schuld von Holmes. Die Ermittlungen im Westgate-Gefängnis waren ein einziger Reinfall. Oh ja. Wer weiß, wo Holmes steckt, Toby. Kurzpfeife. Holmes hat sie also mitgenommen.
Ich frage mich, ob er in der Opiumhöhle auf diese Kerle geschossen hätte. Noch vor wenigen Tagen hätte ich mir diese Frage nicht gestellt. Aber heute mache ich mir durchaus darüber Gedanken, ob er sie wohl kaltblütig getötet hätte. Ist Thompson Mörder? Nein, oder? Das Papier, mit dem Holmes dieses mysteriöse Päckchen eingewickelt hat. Er hat es im Haus des Richters zurückgelassen, nur ein paar Minuten vor der Explosion. Da waren keine Kekse drin. Nein, ich will jetzt noch nicht zu Bett gehen. Ich muss auf Holmes warten. Da waren keine Kekse drin, never. Abgeschlossen. Die letzten Ereignisse sind ganz schön an die Substanz gegangen. Ich sollte mich für ein paar Stunden aufs Ohr legen. Oder es zumindest versuchen. Okay. Doktor! Ich wurde vergiftet. Von wem? Sie kennen ihn gut. Ein cleveres Kerlchen. Ein Genie. Aber er hat vielen von uns Schaden zugefügt. Über wen sprechen Sie? Holmes? So heiß. Namen. Jetzt ist er erträglich. Was bitte? Wo ist er, dieser Teufel? Eines Tages wird er sich vor einer höheren Macht verantworten müssen. Ich brauche Wasser. Diese Schmerzen. Wer hat Ihnen das angetan? Dr. Watson! Ist das Lucy? Lucy, Sie sind verletzt. Wo sind meine Kinder, Doktor? Finden Sie sie? Aber ich flehe Sie an. Halten Sie sie von Mr. Holmes fern. Lucy, warum sagen Sie so etwas? Ich helfe Ihnen. Sie sind nett. Für mich ist es zu spät, aber Sie können sich noch retten. Holmes, ich weiß, dass Sie da drin sind. Holmes, öffnen Sie sofort die Tür. Ich denke nicht, dass ich das tun werde. Sagen Sie mir die Wahrheit, Holmes. Ich muss es wissen. Sie haben kein Recht, mir die Wahrheit vorzuenthalten. Na los! Es tut mir leid, Watson. Öffnen Sie die Tür, oder ich breche sie sofort auf. Wie Sie meinen, es ist nicht abgeschlossen. Was machen Sie da? Nein, Holmes! Nein, das ist nicht möglich. Was geht hier nur vor sich? Polizei, aufmachen! Ja, einen Moment, ich komme. Ist Holmes ein... Also, die... Oh, da ist er ja schon. Dr. Watson, ist Mr. Holmes hier? Inspektor Baines, was... Ist er hier oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Öffnen Sie die Tür. Schnell. Sie müssen mitkommen, Doktor. Wir haben viele Fragen an Sie bezüglich Ihrer Beziehung zu Sherlock Holmes. Außerdem will ich wissen, wo Sie gestern am frühen Abend waren. Das Zimmer ist leer, Inspektor. Ziehen Sie sich an. Sie haben 2 Minuten. Ja, ich komme. Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Auch ich würde gerne die Antworten auf einige meiner Fragen bekommen. Sergeant, Sie bleiben mit Ihren Männern hier und durchsuchen jeden Winkel der Wohnung. Sollte hier wirklich ein Hinweis auf seinen Aufenthaltsort sein, will ich, dass Sie ihn finden. Doktor, Sie haben sicher Verständnis für meine Vorgehensweise. Wenn Holmes ein Mörder ist, wovon wir ausgehen, würde ich nicht zögern, ihn zu verhaften. Was sagen Sie? Ein Mörder? Sie haben mich schon verstanden, Doktor. Die Mörder des Bischofs haben ausgesagt, dass sie im Auftrag von Sherlock Holmes gehandelt haben. Was? Was? Baines und seine Leute haben hier alles auf den Kopf gestellt, während ich bei Scotland Yard verhört wurde. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal solch eine Tortur über mich ergehen lassen muss. Ich habe mich immer für die Gerechtigkeit eingesetzt. Aber dann muss ich mich stundenlang wie ein gewöhnlicher Krimineller verhören lassen und immer wieder meine Unschuld beteuern.
Baines ist überzeugt davon, dass Holmes schuldig ist. Aber kann man es ihm verübeln? Alles spricht gegen Holmes. Ich dachte, das Schlimmste hätte ich hinter mir. Aber von wegen. Man verdächtigt mich der Mittäterschaft. Ich muss Holmes finden. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann entscheide ich. Ich sehe mir die Wohnung etwas genauer an. Vielleicht hat Baines irgendwelche Hinweise übersehen. Was geht hier ab? Also, er hat eben, ich wollte mal kurz erklären. Da kamen die Katzen dazwischen. Wovon er eben geträumt hat, von alles Opfer. Und wenn Holmes, also. Wer weiß wo. Achso. Das ist krass. Wenn Holmes jetzt. Warum? Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Alter, wir haben die denn durchsucht, aber wir wollten durchsuchen, nicht zerstören. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Ja, wenn Holmes angetaucht ist, auch nicht mit seinem Anzug. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Der wird doch hier nicht mit dem Anzug die Gegend laufen, oder? Diese Verkleidung. Gehört alles, Mr. Holmes, ja. Jetzt müsste sie ja auf sein. Ach, was für ein Gestank. Kalter Rauch. Diese Verkleidung gehört ganz oft. Ja. Diese Verkleidung. Ja. Diese Ver. Ja. Das hatte Holmes gestern an. Mist. Also hat Holmes verkleidet. Hat seinen Tweed-Anzug hier gelassen. Er ist also zurückgekommen, um seine Kleidung zu wechseln, nachdem er mich vor Richter Beckets Haus allein gelassen hat, gleich nach der Explosion. Er wusste wohl, dass Scotland Yard nach ihm fahndet. Also benutzt er wahrscheinlich eine seiner Verkleidungen. Ich muss nur herausfinden, welche. Am besten gehe ich schrittweise vor und versuche herauszufinden, welche Verkleidung fehlt. Ich verwende zum Rekonstruieren den Kleiderschrank im Wohnzimmer. Oh Gott, ist er wirklich ein Mörder? Das wäre so krass. Holmes Tabak. Ein kleines Loch. Da scheint ein versteckter Knopf zu sein. Ich brauche einen dünnen Gegenstand, um ihn zu drücken. Boah, das werde ich noch finden. Da war er eben was. Genau. Schön alles aufsammeln. Genau, hier die Hose war auch noch wichtig. Aber wenn Holmes dich mörder, das wäre ja, ich glaube es irgendwie nicht. Aber warum sagten die, dass Holmes dahinter steckt? Und das gibt's ihm auch noch. Ich muss alle Teile von Holmes Verkleidung sammeln und im Wohnzimmerkleiderschrank ablegen. Baines Männer haben mein Schlafzimmer mehr oder weniger verschont. Wie nett von ihnen. Ja, ne? Obwohl das eigentlich total bescheuert ist. Ich meine, dass sie bei mir nicht durchsucht haben, ist eigentlich total doof. Weil wenn Holmes wirklich irgendwas versteckt hat.
Ah ja, das hier, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich habe alles, oder? Ja. Dann können wir jetzt ja... Finde ja, welche Kleidung fehlt. Achso, ich muss es bestimmt alles richtig anordnen. Achso, dann würde ich sagen, das zu das. Keine Flecke. Keine Flecke. Ja. Würde schon sagen so. Das würde ich sagen, passt. Das will ich so machen. Kann man nicht drehen, ne? Nein. Okay. Ja, woher soll ich denn jetzt erkennen? Okay. Keine Ahnung, komm. Hallo. Warte mal kurz. Wieso geht es nicht? Oh. Gut, ich hab's mal neu geladen. Okay, wie geht's? Überspringen hier nicht.
Ich habe auch keine Ahnung, wie man das erkennen soll. Mein gut, das ist noch relativ easy. Alles befleckt ist. Hier war die scheiß defekte Hose. Genau. Ja, keine Ahnung. Weiß ich mal, das rausfinden soll. Ganz ehrlich, das ist auch wieder eher ganz ehrlich, woher soll ich erkennen? Ja, manche Rätsel meinen doch mit Dingen, die ich ja so gar nicht checke, weil das checke ich irgendwie überhaupt nicht. Ah, ich hasse diese Werbung echt, ja. Links den schwarzen Hut. Okay, wir empfehlen die rotbraune Hose. Rotbraune Hose. Den Brief von Reverend Zari. Reverend. Fehlen irgendwelche Briefe. Hä? Fehlt da noch irgendwas? Oder da fehlen irgendwie noch Briefe, irgendwelche Briefe oder noch irgendwelche Titel. Was habe ich noch nicht alles? Ich dachte, ich hätte alles. Ach so. Ja gut. Vielleicht sollte das Spiel auch mal so fair sein, mit das auch mitteilen, weil ich jetzt eben auch nicht gecheckt. Wie soll ich das. Okay, das nimmt dann nicht auf. Dann wird es ja bei mir hier sein, ne? Stimmt, wir wollen wieder drin sein, ne? Die Briefe. Ein klein. Ein kleines Loch. Da scheint ein versteckter Knopf zu sein. Ich brauche einen dünnen Gegenstand. Da willst du eben einen dünnen Gegenstand hier haben. Ach komm, Leute, als ob ich den hier 3 Jahre suchen muss. Deswegen geht's nicht. Okay. Sag das doch, weißt du, ich quäl mich hier ab mit dem Ding, weißt du, das geht deswegen nicht. Ich muss alle Teile von Holmes Verkleidung sammeln und im Wohnzimmerkleiderschrank ablegen. Genau, vielleicht ist es dann sogar machbar, wenn man alles hat. Wieso? Nimm doch einfach irgendeinen dummen Stift oder so. Warum suche ich jetzt 3 Jahre lang einen dünnen Gegenstand? Das kann auch wohl, kann der Davis nicht, weil er sagt, halt dünnen Gegenstand, der kann auch irgendwas nehmen. Ach.
Ich habe keine Ahnung. Eine Abbildung von Irene Adler. Für Holmes, die Frau. Ein Brief adressiert an Zachariah Doucette. Ein Geistlicher? Aber was hat der Brief hier zu suchen? Eine Zahlungserinnerung für die Miete. Aber warum sollte das für Holmes von Interesse sein? Holmes Victoria-Kreuz. Ein weiterer Brief. Dieser hier ist für einen gewissen Ascot bestimmt. Wer könnte das sein? Dieser Jay Ascot muss in dem Gebäude arbeiten. Ein Brief adressiert an einen Gerichtsdiener. Warum zum Teufel hat Holmes diesen Brief? Der Empfänger dieses Briefes ist ein Kapitän der Kriegsmarine. Was zum Teufel? All diese gut versteckten Umschläge sind an die verschiedensten Identitäten von Holmes adressiert. Bei den Adressen handelt es sich also um seine Verstecke. Holmes hat mir nie davon erzählt. Vermutlich fährt er regelmäßig dorthin und holt unauffällig seine Post ab. Es würde zu viel wertvolle Zeit kosten, zu jeder einzelnen Adresse zu fahren. Ich muss die Suche eingrenzen. Gut, dann können wir jetzt endlich... Okay. Gut. Kapitän Basil Limehouse, Docks 07. Gehe ich immer noch nicht. Ja, okay, der ist ja der Kapitän. So, diese Verkleidung ist komplett. Ah, so, das sagt er dann auch. Ah, okay. Ah, okay. Ja, gut, dann ist es ja auch nicht mal. Ah, dann ist es ja auch machbar. Dann wird das Whitechapel sein, nicht? Irgendetwas bei dieser Verkleidung fehlt, aber ich bin mir nicht sicher, was. Was ist das hier? Was haben wir noch? Joshua und Errant. Dann wird das der Reverend sein, ne? Reverend, ja genau, dann macht mit dem zum Reverend, genau. Wir sind hieran falsch, die Gute.
Der Rechtsdiener. Ja. Ich muss den richtigen Namen der richtigen Verkleidung zuweisen. Ich muss den... Okay, in der Mitte ist der Kapitän. Ich meine jetzt gerade Lebensbuch und ja. Bläulichen Schuhe. So, diese Verkleidung ist komplett. Okay, gut. Keine Ahnung, wie man das erraten soll. Ah, er ist der Bugsrow. Perfekt. Jetzt weiß ich, wie Holmes aussieht und wo ich nach ihm suchen muss. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Ja, das aber in der nächsten Folge. Alter Schwede. Was geht hier ab? Ich werde jetzt auch aufhören. Und morgen um 17 Uhr weitermachen. Oder, ja gut. Ich werde schon davor ein bisschen weitermachen, aber für euch geht es morgen um 17 Uhr weiter. Ich habe eine neue Folge des Testament von Sherlock Holmes. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs mit dabei sein. Ich wünsche euch was und ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen in aller Frische. Wir sehen uns bis dann und rein, euer Pirish. Tschüssi, bis morgen um 17 Uhr. Ciao.